So, hallo und willkommen zu meinem Let's Play Risen. Letztens mussten wir unterbrechen, weil die Festplatte voll war und es geht weiter. So, hier rein wollte ich noch nicht gehen. Ich wollte erstmal den Roboter holen, da er noch da hinten irgendwo in der Busch da rumsitzt. Da muss er mal hingehen. Oh, warte mal, ich muss mal zurück. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo ein Bett ist. Also irgendwas, wo ich pennen kann. Och, mit Ruhe, ach, da war schon dran. Da ist irgendwo ein Bett. Ne, verdammt, Games. Naja. Das ist doch blöde. Ach, da hat's was hier los. Also diese, die 4 ist alle. Was ist das vor 4? Och, die ist das alle. Na gut, haben wir halt den nicht rein. Ja, müssen wir halt mal ein bisschen öfter Horte hier auffüllen. Große Tränke nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon dran war. Ne, war ich noch nicht. Nein. Mehr ist nicht zu holen. Ach, sieht das ja vorhin so aus, wo ein Berg schnell, bevor er auf den Berg rausgegangen. Deswegen ist da vermutlich noch nicht abgebaut gewesen. So, alles klar hier. Irgendwie merkwürdiges Wetter. So, reden wir mit denen da vorne. Da ist da wohl irgendwie stinkig. Weil ein kleiner Club, dass es einen Gürker gibt. Der Gürker. Aber es gibt ihn. Und was noch viel schlimmer ist, er hat eine unserer Scheiben. Das ist nämlich das Hauptproblem bei der Sache. Dieses Mistvieh hat eines von unseren Scheiben. Also gibt es nur eins. Blätten dann von. Ja, quatsch mal an. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Klingt hier alles sehr leise. Ich muss mal meinen Lautsprecher hochdrehen. Das ist auch sehr klar. So, was auch noch? Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Hey. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Hä? Aha. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Girga befreien. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Das wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Wann jetzt, Herr Kreuzetjörgner? Komm mit. Na gut. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Mann. Ein bisschen lahm doch, finde, ha? Und das ist ein bisschen schneller, ja.
Das ist ein Feierbisch. Was ist denn das nur hier für ein komische Lichtverhältnisse hier? Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Ja, ich war schon drin, wenn du mich geschlafen aufhalten würdest, komm, ja. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halt die Klappe. Ja, halt deine Klappe und lass mich meine Arbeit machen, du Arschloch. Kurz die Jacken noch einmal. Und noch eine Schwarze. Blöde Klappe, das habe ich immer gerade gefressen. Wenn sie einen mitten in irgendeiner Aktion aufhalten. Weil sie einen dummen Käse loswerden wollen. So. Was ist hier? Nichts. Was ist denn noch Ruhe? Na? Och, das ist ein Okerwurz. Ja, das ist was Gutes. Nicht alles hier? Lass uns nicht noch mehr Zeit verplempern. Halt deine Schnauze. Ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Hast du Angst? Warte mal. Lass mich gerade überlegen. Wir irren hier durch das Verlies der widerwärtigsten Kreatur, die ich kenne. Während seine fiesen Gnome uns mit ihren blanken Klingen töten wollen. Ja, verdammt! Ich habe Angst! Beeil dich! Ich will hier wieder raus! Und dann verpiss dich, wenn dir der Arsch auf Grundeis geht, dann gehen wir nicht auf den Sack. Ach, die Scheiße, was ist das denn? Fahren. Geschafft. Okay, jetzt Mana. Mana ist immer gut.
Was ich gesehen habe, war da eine Ogerwurzel dabei. Und hier haben wir, ja, den Kleinkran, das ist noch nichts, was einen aus dem Sessel reißt. Das geht nicht schon. So, auf den fröhlichen Bürger schießen. Warte mal, da will ich aber erstmal nochmal. Machen wir den rum. Oh, das muss reichen. Okay, hier haben wir noch eins. Dann weg damit. So. Okay, ich komme aus dem Blätter. Ja. Da ist der! Der Gürger! Ja, da ist der Gürger. Verdammte Scheiße, ist der groß! Bleib ruhig. Wir machen das schon. Okay. Okay, wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. So ein Arsch. Das ist nicht so ein kurzer Prozess. Ich hasse dich. Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Ich bin nicht so ein Sack. Ah, wir haben die Schlotterknacken-Rune. Das wird aber Zeit. Und wir haben hier unsere Scheibe. Von dem ach so super gefährlichen Görker. Komm, jetzt hau ab, Mann, hier. Da gehst du mir auf den Sack, du blöder Furche. Görker ist erledigt. Der Görker ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Oh, ganz steht davor. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha! Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Ihr, ein großer Jäger wie du, kann sowas sicher gut gebrauchen. So, ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl und verlier nicht deinen Kopf. Ja, Gehebe, Vögel, bitte deine komische Jasmin, Mann. Gehen wir nicht weiter auf den Ketten hier. Furchtbar. War hier nicht irgendwo noch eine Tür? Ach, warte mal, hier war auch ein. So, was haben wir hier? Pfeile, bisschen Kleben. Oh, schön viel Geld, über 200. Über 200 mal Gold. Ach, Leute. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Jawohl. Oh, das war eine schöne Kombination. Ah, was haben wir hier Schönes? Maximale Lebensenergie plus 10. Ansonsten noch Orange. Betetüren aufgegangen. Ich dachte, es ist nicht die aufgegangen. Mal von vorn. Hahaha, das war sehr lustig. Ja, wie ne? Ich hab's geahnt. Na, also.